Moin Leute und willkommen zu diesem neuen Video von Need for Speed Most Wanted. Und jetzt geht's immer Rackzack und wir fangen jetzt wieder an mit dem nächsten Level Gravity. Die Tempojagd für den absurd schweren Kopie von. Ich kann mich gerade nicht fassen, aber es wird echt Donuts gemacht. Um. Bentley, vom Bentley. Jetzt weiß ich es wieder. Aber dieser Motor, da hört man irgendwie so. Ey, das hört sich sehr gesund an, auf jeden Fall. Also hier werden auf jeden Fall keine Autos geschont anscheinend. So wie ich fahre, wird niemand geschont. Nur der Motor. Ach ja. Ich schalte ja nicht, deswegen weiß ich selbst nicht mal, was hier wirklich geschont wird. Außer die Außenhaut, die ist schon wieder etwas schmutzig. Mit 210 km/h im Ziel. Und ich bin sogar an der Speedrail-Spitze. Echt, wir werden diese Leute einholen. Nicht wirklich, aber 14 Millionen schaffen wir nicht wirklich. Also Reparaturkit brauche ich nicht. Überspringen. Oh, das Kurzgetriebe könnte alles zerstören, wofür Höchstgeschwindigkeit steht. Außer die natürlich Dings. Und Aero-Karosserie ändert sich wieder alles. So, direkt zum nächsten Level springen wir. Das nächste Rennen ist Park and Ride und wir starten mal sofort. Park and Ride auf Mittel und nur noch das Ram-Chassis ist nur noch da. Auf jeden Fall gibt es hier in diesem Spiel ein RS3. Nur gegen Geld leider. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die ganzen DLCs gratis. Bestimmt. Aber diese Videos sind immer noch spannend zu sehen. Was die Entwickler sich dabei gedacht haben, ist die Frage. Super sportlich hier und die Überholigkeit links rechts links rechts. Tja, Geländereifen machen wohl aus anscheinend. Und das nächste Pizza-Foto, was könnte hier teuer werden? Aber jetzt gibt's eine und ach nee, oh nee, Uni. Oh yeah! Nein! Wollen komplett durchdriften. Geht nicht. Yo! Au! Hey! Sind die heute so aggressiv, diese Autos? Yo! Meine Güte, das ist unsicher auf den Aufladen. Okay. Übung. Richtige Übung, ja. Nee. Was das brennt an dieser Seite. So viel wie es funkt. Und ey, jetzt haben wir einen Turbolock hier. Aber trotzdem beschleunigt dieser schöne Wagen. Und da ist wieder. Mehr als
290 ist ja wohl begrenzt, oder nicht? 300. Bam! Mit 300 Sachen durch das Ziel. Puh. Mann, war das ein super Rennen. Das Drum-Chassis brauche ich dann wohl nicht mehr. Oh, das war's dann wieder. Und die 300 hier wieder mit Schmackes runterbremsen. Und noch einmal schön den Wagen waschen, bevor wir ihn wieder abgeben. Immer noch in so einem schönen Rot. Sogar die Bremssättel, alles wunderschön. Als ob nie was gewesen wäre. Also schauen wir mal auf die Rennliste und das war's eigentlich. Wir können nichts mehr machen. Also das nächste Auto ist dann ein BMW. Und darauf freuen sich die meisten, sagen wir so. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao.